Hallo Freunde, willkommen zurück hier in Nordfriesland. Ja, so, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe jetzt mal hier das Geschoss Richtung Sägewerk gebracht. Und ja, gucken wir doch einfach mal, ob wir hier nicht so ein bisschen Geld verdienen können. Und fangen wir mal an. Ach, seht ihr? Wisst ihr, was ich vergessen habe hier? Die alte Stumpenfräse, die brauchen wir ja auch noch. So. Den hätten wir schon mal. Ich denke mal, wenn wir den hier abtrennen. Ja, wie ist er denn jetzt hier? Guck mal, wie weit er da weggehen muss. Ah, guck mal hier. Wieso macht er das jetzt nicht? Ah, jetzt ja. Das legen wir mal hier an der Seite. Dann nehmen wir einfach mal den nächsten. Was ist denn mit dir? Gehen wir den per Autoloader drauf? Das wäre natürlich spitze, ne? Oh, uiuiuiui, das gibt mega hier. Ah, Gott sei Dank Glück gehabt hier. Also da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Das geht ja so nicht, ne? Dass wir hier von anderen Leuten die Autos kaputt machen. Aber jetzt trennen wir erstmal hier die ganzen Äste ab. Und zurück bleibt ein halbwegs gerader Stamm. Dann machen wir den nochmal in der Mitte durch, würde ich sagen. Und lang, ne? Ah, ich glaube, da können wir drei daraus machen, ne? Machen wir mal hier. Ich hoffe, der ist nicht zu lang, ey. Und hier auch nochmal. Wer bist du denn? Ah, nicht schwer genug. Alles klar. So, wen nehmen wir denn als nächstes? Hier, die sehen ganz gut aus. Dann lassen wir die mal jetzt in die Richtung fallen, weg von den Autos. Besser ist es, ne? Na komm. Der fährt ja mal gar nicht so toll. Immerhin, das hier ist noch wie im 9, im 17er. Dass man hier einfach da mal schön am Stamm entlang laufen kann. Und die Äste los wird. Aber guck mal hier, da sind ja auch noch welche. Hey. So, und dann wollen wir hier mal. Da haben wir so einen sauberen Schnitt. Oh, mir ist der nicht so groß, ey. Ja, cool, jetzt muss man eben hier kurz den Baum an den Rand legen. Dann machen wir hier so einen schönen Polter auf hier. Bumm. Zack. Und dann können wir den auch noch dazulegen, ne? Dann haben wir gleich alles zusammen. Der könnte schon zu lang sein. Der könnte. Leder schwarz, ehrlich gesagt. Bei der Länge. Der Anhänger aufnehmen kann, ne? Vielleicht ein bisschen kleiner machen. Gucken wir mal. Sollte man das, glaube ich, gleich einfach mal ausprobieren. Dann wissen wir ja ungefähr, welche Länge wir brauchen. Der ist definitiv lang, ja. Einmal auch noch mal in der Mitte durch.
Hey. Warum? Also. Noch einer, verdammt! Mal eben hier durch. Danke sehr. Der ist immer noch zu lang, ne? Mein Gott. Oh, jetzt ist er weg. Naja, macht nix. War eh nur die Spitze. Probieren wir das einfach mal aus. Ich bin ja ein bisschen neugierig, kann ich sagen. Zunächst den Motor starten, aber gern. Und dann fahren wir mal hier neben. Ja, könnte passen. So, was brauchen wir denn? Toggle Auto. Machen wir. Oder nicht? Seite wechseln. Ah, gucke mal. Oh, er lädt so schön auf. So gefällt mir das. Machen wir hier die Strapse mal drum. Ja. So. Dein los. Oh nein. Warum nimmt ihr denn kein Holz an? Warum? Ach doch. Ach was, der braucht ein bisschen, bis er was verkaufen hat. Naja gut, 11.000 dafür. Könnte schlimmer sein, ne? Die Lage ist nicht hoffnungslos, meine Damen und Herren. Das war doch schon ganz in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ja ein bisschen was vor heute. Was gibt's denn eigentlich für 122.000 Euro? Was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen hier noch... Ah, guck mal. Das ist natürlich auch interessant hier, ne? Das ist ja auch nicht gerade so klein. Was? 269? Übel. Übel. Hier kriegen wir noch ein bisschen. Ne, kriegen wir nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Das Stück könnten wir noch dazu kaufen. Und dann hier natürlich das für 274.000. Da geht natürlich dann einiges, ne? Aber wir brauchen ja konventionell Landwirtschaften. Also, ich guck jetzt erstmal, wie viel wir noch kriegen. Ah ja, 222, dann ist Ende. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen kreativ werden. Wir haben das Feld 20, mit Zuckerrüben, die wir nicht brauchen. Ja. Ich finde es schon mal wichtig, das zu haben, auf jeden Fall. So, wir sind bei 222.000. So teuer, ey. Eliger Bimbam. Das ist natürlich eine Wucht, ja. Das ginge noch, ja. Na 32 und 91. Ach, da fehlen uns 1000 Euro fehlen hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein platzierbares Silo, ein Fahrsilo, ne? Wenn wir Silage machen wollen. Oder wir leihen uns einfach gleich hier die Presse- und Wickelkombi aus. Kostet in der Miete 3.800, das geht ja. Dann brauchen wir noch einen Autostack. Den hier.
Den, glaube ich, sollten wir uns kaufen. Für 39.000. Und hier haben wir den Square Bale Autoload. Könnte man auch mal ausprobieren. Also, Vorderbein pressen und dann den hier nehmen. Finde ich ja auch ganz interessant, ne? Wie machen wir es denn? Beim Klasse. Ja, das ganze Holz hier wegmachen. Dann ist hier hinten kahl. Dann müssen wir es ja sowieso neu anpflanzen, ne? Dann brauchen wir ja Setzlinge ohne Ende. Ewiger Strohsack. Na komm, hilft ja nix, ne? Warum geht denn hier nix? So, dann, ich mache das jetzt einfach ganz, ganz unkonventionell. Hier fällt einer. Na komm schon. Na? Dann würde ich sagen, machen wir hier einen, mal einen Schnitt, wenn er mich lässt. Ja, jetzt. Und dann kriegst du hier nochmal einen. Das war ganz an der Seite hier. Dass es nicht ganz auf der Straße liegt oder beziehungsweise im Weg liegt hier. Oh, oh, oh. So, was ist denn einfacher? Wenn ich hergehe und mache Langholz? Oder ich hole mir hier diese cheatige Brux UN, die es auch schon im 15er und im 17er gab. Ich finde die ja geil, ne? Hier, das Gerät hier. Klemmst du vorne an Schlepper dran und dann kannst du hier ganze Baumstämme dann da reinziehen. Dann kommen dann die Jagdschnitze da raus. Brauchst natürlich nur einen entsprechend großen Anhänger, aber ich glaube, dass das ja günstiger ist. Heizkraft, ja, warte mal. Mal 204 pro 1000 Liter, da kriegst du nicht viel für, ne? Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man hergeht und mietet sich einen vernünftigen Kipper. Ja, irgendwas Großes. Mit cheatigen 100.000 Litern, die da reinpassen. Und dann noch irgendwo was anderes. Was anderes, 59.000. Da kannst du keine Hackschnitzel reinmachen, der ist nur für Getreide. Hier fehlen die Reifen, ist auch super. Ja, so ein IT-Runner. Ich finde ja IT-Runner geil, ne? Muss ich ja ehrlich zugeben. Aber bis du das alles zusammen hast. Sieht der geil aus, ne? So sieht der richtig geil aus. Dann machst du den noch in schwarz und weiß, dann sieht der geil aus. Sieht schon richtig gut. Reifenvariante, Pflegebereifung. Alter, was? So. So, dann macht er die Abdeckung um. Aufbau. Was heißt das? 100.000? Ah. Geil. Hiermit
Wenn du den hast, ne, und machst den voll mit Hackschnitzeln, dann klingelt es auch in der Kasse, ne? Ist nicht, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, Langholz gibt mehr. Wachsen die jetzt eigentlich oder wachsen die nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich glaube, im 17er sind die nicht weiter gewachsen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal, hallo. Einmal hier schön dran lang. Und den einmal in der Mitte klein hier. Da ist er. Na komm, da war er doch. Gib ihm. Ja, hier, so. Ja, dann. Es hilft nichts. Irgendwie müssen wir an Geld kommen. Ich mache jetzt hier mal offscreen ein bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Freunde, haltet mir die Ohren steif. Wir gucken dann einfach mal. Jetzt mit einer richtig vollen Ladung, was wir an Material oder beziehungsweise Geld dann hier bekommen. Und dann würde ich tatsächlich was hergehen, spaßeshalber, mal das Ganze zu Hackschnitzeln verarbeiten. So eine ganze Ladung hier. Also ist es ja, ja, die Vergleichbarkeit ist halt schwierig, ne? Das ist auch so ein Problem, weil ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier so und so viel Raummeter und dann beim nächsten Vergleich oder beim nächsten Durchgang dann die exakt selbe Anzahl. Deswegen bin ich da noch ein bisschen am Überlegen, wie man da eine Vergleichbarkeit herstellt. Ich glaube, ich nehme einfach zwei identisch lange Palmen, wollte ich gerade sagen, hier Bäume und mach die klein. Und dann wissen wir ja Bescheid. Ich glaube, ich mache das mal. Ich glaube, ich hole mal mit einem anderen. Wir haben ja auch noch so einen kleinen Fendt. Den hier. Da spanne ich jetzt einfach mal den anderen Anhänger dran. Und leih mir mal dieses cheatige Gerät aus. Und dann vergleichen wir einfach mal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann wissen wir ja, ob sich das Ganze lohnt mit Hackschnitzeln oder ob wir hergehen und machen weiter mit dem Langholz. Bis dahin, liebe Freunde, macht es erstmal hübsch. Ciao, ciao.